Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem weiteren Total War Warhammer Replay. Dieses Mal wieder mit einer Zwergen-Elite-Armee, weil sie mir einfach so unglaublich gut gefällt und die Hammerträger einfach unfassbar reinhauen. Dieses Mal kämpfen wir gegen die Mächte des Chaos, die sich hier irgendwo über den Hügel auf unsere Armee hinzubewegen. Unsere Elite-Armee besteht, wie ihr hier sehen könnt, einmal aus der Gipfeltorwache, den Hammerträgern unfassbar heftig reinhauenden, panzerbrechenden Zwergen. Ich habe noch nicht gesehen, wie sie gegen sich irgendwas wenigstens auch nur annähernd schlecht geschlagen hätten. Kosten allerdings auch mit 1500 Gold so richtig viel, so viel wie ein Demigreifen-Regiment. Auf der anderen Flanke ist außerdem nochmal ein Hammerträger-Regiment platziert. Die sind auch ziemlich gut, können allerdings vermutlich nicht ganz mit der Gipfeltorwache mithalten. Um den Gegner zu uns zu locken, beziehungsweise um gegnerische eventuelle Todbringer auszuschalten, ist noch eine Kanone dabei. Ganz wichtig meiner Meinung nach, die öffnet hier schon das Feuer auf die gegnerischen anrückenden Linien. Dann sind außerdem noch dabei zweimal Grenzläufer, einmal Uthars Plünderer und einmal die normalen, um solche Einheiten wie Drachenoger wegzuhauen. Diesmal sind es wirklich Drachenoger und keine Rattenoger. Ha! Erwischt. Und hier im Hintergrund Drachenrücken Slayer, um auch weitere große Einheiten zu vernichten und zu verlangsamen. Grombrinder, der weiße Zwerg, ist auch dazu da, um gegnerische Einheiten zu verlangsamen. Genauso wie hier der Tain auf der rechten Flanke und ein weiterer Tain auf der linken Flanke mit dem Schwert der Pein. Superfähigkeit aus dem noch Strommis Rotbarts Meisterrune dabei, um die Zwergenformation ein bisschen länger zu halten. Um unsere Linie noch ein bisschen aufzuplustern bzw. Angriffe abzufangen, sind hier vorne noch zwei Zwergenkriegerregimente dabei. Im Hintergrund einmal Bergwerker mit Sprengladung und hier auf der rechten Flanke versteckt noch Musketenschützen. Also kampfmäßige Masse, nicht ganz so viel dabei, dafür heftig elitär. Mal sehen, was unser Gegner mitgebracht hat. Achso, außerdem ist hier nochmal einmal Gyrocopter mit Schwefelkanone. Eigentlich immer eine gute Wahl gegen Chaos, die immer gepanzerte Dinge mitbringen. Da machen die ziemlich viel Schaden. Damit kann man auch den Gegner ein bisschen stören, wie wir es hier gerade versuchen. Unser Gegner hat allerdings einen guten Konter dafür mitgebracht, nämlich diese Chaos-Barbaren-Reiter mit Wurfäxten. Wenn ihr da nicht aufpasst, sind eure Gyrocopter ruckzuck weggeworfen, also abgeworfen worden. Er hat außerdem hier auf der Flanke einmal Chaoshunde mitgebracht und auf der anderen, wie ihr sehen könnt, auch. Die machen zwar nicht so viel Schaden gegen Zwerge, aber es reicht, um ja, Fernkämpfer abzulenken und das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Dann hat er hier noch einen teuren Blutbestien-Streitwagen mitgenommen, auch sehr gut gegen Zwerge, weil er gut durchfahren kann. Wir müssen hoffen, dass wir mit unseren Verlangsamungsfähigkeiten ihn einfangen können. Ansonsten hat er eine riesige Linie aus Chaos-Kriegern mit Zweihandwaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Regimenter. Ich glaube, das ist das Maximum, was man von einem Regiment momentan mitnehmen kann, was ich eigentlich gut finde, dass nicht noch mehr geht. Richtig, richtig viel panzerbrechender Schaden. Und wir haben nicht wirklich viel, um das abzufangen. Eigentlich haben wir nur zweimal Hammerer, um dagegen anzutreten. Mal sehen, wie dieser Kampf sich auch wieder Kampf werden wird. Außerdem hier sind hier noch ein paar Chaos-Trolle mit Panzerung dabei für einen weiteren panzerbrechenden Schaden. Wahnsinn, da wird unsere Linie jetzt sicherlich eine ganze Menge Probleme bekommen. Hier vorne hat er dann außerdem noch einen Chaos-Hexer, einen Metallhexer, der seine Rüstung erhöht, unsere Rüstung reduziert und unsere Nahkampffähigkeit verringert. Außerdem hat er noch die Spruchrolle des Schutzes. Ich glaube, die dauert jetzt deutlich länger, 67 Sekunden. Nicht übel, da kann er uns richtig viel Ärger machen. Und als General ist Kolek Sonnenfresser dabei. Majestätisch streitet er dahin. Er hat sogar den Sternenzerschmetterer mitgebracht, mit dem er seinen rüstungsdurchdringenden Schaden von 405 auf ungefähr 600 bufft, dann ist es ein noch größeres Monster, als er sowieso ist. Legen wir los und gucken, was passiert. Meine Taktik, sage ich euch kurz nochmal, unsere Hammerträger sind, die sind gar nicht im Wald versteckt, habe ich einen Fehler gemacht, ist dieser Hammerträger so lange wie möglich zu verstecken, um sie dann im letzten Moment auf die Chaoskrieger zu chargen, um sie auszuschalten, mit unseren Verlangsamungsfähigkeiten Kolek und den Streitwagen festzuhalten, damit sie ihn dann abwerfen können mit unseren Grenzläufern sowie den Drachenrückenslayern und dann, naja, das Beste hoffen, dass unsere Musketenschützen auch noch Schaden machen. Los geht's.
Unsere Kanone hat die ersten paar Schüsse hier auf diese Kavallerie geschossen. Das hat auch ziemlich viel Schaden gemacht. Wir haben 5, 6, 7, 8 Modelle erwischt. Jetzt habe ich mein Ziel geändert auf Kolek. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein hatte ich wirklich das Gefühl, dass das ein Fehler war. Ich hätte weiter auf diese Chaos-Barbaren-Reiter schießen sollen. Vor allem, weil sie jetzt gerade hier seitlich an mir vorbeilaufen. Das heißt, jeder Kanonenschuss hätte wäre voll durch die Formation gegangen. Wahrscheinlich hätte ich das halbe Regiment mindestens ausgeschaltet. Und dann hätten unsere Gyrocopter hier viel freiere Möglichkeit gehabt, durch die Gegend zu laufen. Stattdessen habe ich hier auf Kolek geschossen. Und das Problem war, er bewegt sich halt so schnell, dass ich die Kanone immer mitdrehen muss und kann so wenig schießen. Das war echt unnötig. Also, das war ein großer Fehler. Das muss ich nächstes Mal besser machen. Wenigstens schießt der Gyrocopter jetzt ein bisschen und die Kanone eröffnet das Feuer auf diese Chaoskriege mit Zweihandwaffen. Aber es ist eigentlich schon zu spät. Und der ging auch daneben. Der hat wenigstens getroffen. Da explodieren die Chaoskriege einfach nur so durch die Gegend. Schön anzusehen. Aber da war der Schaden schon begangen. Ich habe die Kanone nicht richtig eingesetzt und sie war deswegen ihr Geld leider nicht wert. Naja, ein paar Schüsse macht sie am Ende auch noch. Unsere Masketenschützen blockieren hier zur Seite ein bisschen. Aber der Kampf geht los. Und unsere Hammerträger sind auf dem Weg. Zeigt, was ihr könnt. Und interessante Sache, die ihr hier gerade seht, die passiert ist. Unser Tain hat die gegnerischen Chaoskrieger abgelenkt. Und damit verursacht, dass sie keinen Gegenangriff auf unsere Gipfeltorwache ausführen konnten. Ihr seht, wie schnell sie diese Chaoskriege mit Zweihandwaffen erledigt haben. Unglaublich. Die waren innerhalb von Sekunden ausgeschaltet. 25 Kills. Und auf der anderen Seite sieht es noch genauso aus. Da haben wir noch das Schwert der Pein benutzt. Einfach damit wir diesen Hammerträger noch ein bisschen Bonus geben und die Gegner nicht so viel Schaden machen. Vielleicht hätten wir noch ein paar Sekunden warten sollen, aber es war auf jeden Fall kein großer Fehler. Ihr seht, wie der Schaden, der hier gemacht worden ist, ist wirklich unglaublich. Und außerdem die Granaten von den Bergwerken haben sich auch ganz gut geschlagen. Unsere Kanone ist allerdings ausgeschaltet, was ärgerlich ist. Und da ist auch schon Kolek Sonnenfresser. Kolek Sonnenfresser ist da. Aber er ist jetzt mit dem Schwert der Pein gefangen. Und wird von unseren Grenzläufern beworfen. Und der weiße Zwerg ist auch schon auf dem Weg. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, genau, hat unser Gegner hier in dem Moment seine Spruchrolle des Schutzes ausgelöst und so den Schaden, den wir mit unseren Äxten machen, doch noch deutlich reduziert. Und der Schaden, den wir hier gemacht haben, ist hier viel, viel geringer gewesen, als ich das erhofft habe. Also irgendwie gingen auch die meisten Schüsse daneben, habe ich das Gefühl, und hier hinten läuft jetzt der Streitwagen durch die Gegend. Das war nicht unbedingt eine optimale Situation, aber auf der anderen Seite nützen hier jetzt auch der Mantel des Schutzes nicht wirklich was. Die Chaoskriege mit zwei Waffen halten sich zwar immer noch wacker, weil ihr General gerade in der Nähe ist, aber lange sind sie nicht mehr dabei. So viel steht fest. Auf der anderen Seite haben wir ein ganzes Regiment Chaoskriege mit zwei Waffen problemlos zerlegt mit unseren Hammerträgern. 81 Kills. Und diese Hammerträger sollten sich jedenfalls so schnell wie möglich umdrehen und die nächsten Chaoskriege mit Zweihandwaffen sich zum Ziel nehmen. Hier kämpfen Chaos-Trolle gegen Zwergenkrieger, die Formation halten. Was bin ich froh, dass die da sind und nicht irgendwo anders drin stehen. Wenn diese Trolle unsere Hammerer angegriffen hätten, dann wäre das nicht so schön gewesen. Was auch nicht so schön ist, ist, dass der Streitwagen hier hinten durch unsere Linien fährt und immer mehr Schaden verursacht bei unseren ganz, ganz wertvollen Fernkämpfern, die sich hier irgendwie überhaupt gar nicht gelohnt haben. Naja, 26 Kills, aber unsere Linie hat sich ziemlich ausgedünnt nach hinten rum. Nur dort, wo unsere Hammerträger gewesen sind, haben wir grandios und problemlos gewonnen. Und langsam aber sicher kriegen unsere Grenzläufer doch Kolek Sonnenfresser kaputt, weil sie immer mehr Äxte auf ihn werfen. Und jetzt ist er leider schon wieder weg. Da läuft er. Weg von den Äxten. Feigling. Ich wünschte, ich hätte jetzt wieder weitere Zaubersprüche. Haben wir allerdings nicht. Und jetzt geht's zur letzten Schlacht. Unsere Hammerträger sind wieder bereit, weitere Chaoskrieger zu erledigen. Und sie sind da bereit, mit ihren Hämmern auf sie einzuhauen. Haut! Nein, er hat keine Lust zu hauen. Stattdessen dreht er sich einmal im Kreis. Und denkt sich, du bist dran. Autsch. Oh, das war nicht so. Nicht so eine gute Aktion, aber jetzt sind sie wieder dabei. Jetzt sind sie wieder dabei und kämpfen. Unsere Gegner haben zwei Regimenter hier. Wir haben nur noch unser eines Gipfeltorwachenregiment. Wir haben ihre Rüstung reduziert auf 70.
was ziemlich gut ist. Unser anderes Hammerregiment ist allerdings auch schon auf dem Weg und wird ihnen gleich in den Rücken fallen. In der kurzen Zeit kriegen sie die Gipfeltorwache mit der Nahkampfabwehr von 48 nicht kaputt. Und dann wird es ihnen dreckig gehen. Unser Gegner verbraucht hier auf dieser Stelle viel zu viele Ressourcen, um diese Zwergenkrieger auszuschalten. Wenn er diese Trolle hier irgendwo gehabt hätte, hätte ihm das viel mehr gebracht. Hier hinten versuche ich verzweifelt, den gegnerischen Streitwagen mit unseren Drachenrückenslayern zu fangen. Aber der kommt halt immer wieder weg, hat ziemlich viel HP. So einen Streitwagen niederzumachen dauert ewig. Aber ich hoffe, irgendwann wird es funktionieren. Wenigstens können unsere Gyrocopter in der Zwischenzeit auch nochmal gut durch die Gegend schießen. Und da sind unsere Hammerer und ihren Angriff. Gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Zeigt, was ihr könnt, Jungs. Das gefällt den Chaoskriegern gar nicht. Und außerdem noch eine Bombe vom Gyrocopter. Und diese Hammer machen genau das, was Hammer am besten können. Nämlich Gegner hämmern. Sehr viel taktische Finesse ist da nicht dabei. Au! Kopf abgehämmert. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr angenehm angetan von der Leistung der Hammerträger. Guck ich das mal an. 112 Kills und hier 119 Kills. Und das bei gegnerischer Elite-Infanterie. Guck mal, der Kampf, der jetzt entsteht. Ein volles Regiment Chaoskrieger mit 200 Waffen. 21 gegen eine total entleerte und schwache Gipfeltorwache. Wir haben einen Angriffsbonus von 22, der Gegner von 26. Mal sehen, wer hier als Sieger rausgeht. Und da kommen die Trolle. Jetzt sind die Trolle da. Oh nein. Und die Trolle lösen unsere Formation auf. Das ist genau das, was wir hier nicht gebrauchen können. Da machen wir keinen konzentrierten Schaden mehr. Trotz allem haben wir immer noch einen massiven Schaden an den Gegnern gemacht. Und die Slayer kommen von hinten. Mal sehen, ob die hier was reißen können. Angst werden sie unseren Gegnern auf jeden Fall machen. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Unsere Hammerer kämpfen immer weiter. 134 Kills. Die kämpfen bis zum letzten Mann. Und das ist einfach schon ziemlich beeindruckend. Die nächsten Hammerer sind da. Und wenn die dort sind, dann sieht es schlecht aus für unsere Gegner. Und da ist auch wieder der Streitwagen. Der Streitmacher macht zu viel Ärger. Und im Hintergrund hat unser Gegner sehr viele Ressourcen darauf investiert, um Grom Brindal zu erledigen. Und er hat es jetzt mittlerweile geschafft. Grombrinner ist bei 369 Lebenspunkten, aber auch Kolex Sonnenfresser ist ziemlich zerlegt worden. Nur noch 2000 Lebenspunkte und weitere Äxte fliegen auf ihn hernieder. Der Kampf in der Mitte ist entschieden. Es war zu viel für die Chaoskrieger. Die Gipfeltorwache ist immer noch da, immer noch am Leben, immer noch am Kämpfen. Wahnsinn. Wahnsinn, wie die sich schlägt. Unser Gegner hatte gerade 2000, mit dem einen Wurf haben wir ihn um 200 Lebenspunkte runtergezogen. Unser General ist verloren, was ganz schön schade ist, aber wenigstens haben wir noch eine Menge Regimente, die einfach niemals fliehen. Unsere Truppen haben so eine hohe Moral, ist der Wahnsinn. Das nächste Ziel, das sich unser Gegner gesucht hat, ist der Tyne. Er hat ihn mit dem Rostfluch belegt, um noch mehr Schaden zu machen. Zugegebenermaßen ist das eigentlich unnötig, weil Kolexani da sowieso so viel Schaden macht, dass er das gar nicht braucht, so viel panzerbrechenden Schaden. Stattdessen hätte er sich vielleicht lieber um die ganzen Zwerge kümmern sollen, die gerade ihn in den Rücken und überall hinpieksen. Die Slayer suchen gerade einen heldenhaften Tod gegen Kolex Sonnenfresser. Der Taint vielleicht nicht unbedingt, aber er wird trotzdem erledigt. Egal, während er sich hier mit dem Tyne beschäftigt, was eigentlich gar nicht so richtig nötig ist, weil letzten Endes, was bringt der Tyne? Die ganzen Slayer und die Hammerer, die seine Panzerung reduzieren, oh Gott, haben bei ihm viel mehr Schaden gemacht. Er ist bei 116 Lebenspunkten, das ist zu viel für ihn und er haut ab, obwohl der Streitwagen jetzt auch wieder da ist. Und es sind immer noch drei Modelle da. Das, was bedeutet das, wenn es noch drei Modelle von dem Streitwagen da sind? Das bedeutet, er hat bei einem Angriff immer noch den vollen Schadensoutput. Er hatte jedenfalls drei Modelle, jetzt hat er nur noch zwei. Aber er lebt immer noch. Und die Balance of Powerbar wird echt immer noch ziemlich beansprucht. Sie ist immer noch genau bei der Hälfte.
Und wenn er seine Streitwagen jetzt ein paar Mal geschickt einsetzt, kann er wahrscheinlich durch unsere ganzen Formationen fahren, wenn er vor unseren Slayern aufpasst, denn die Slayer werden niemals fliehen. Und jetzt, gerade zum Ende eines Kampfes, ist ein Regiment, das niemals flieht, unglaublich wertvoll. Nächster Angriff, nächster Kampf. Zwergenkrieger gegen Chaos. Oh nein, da kommen die Streitwegen. Das hat wirklich wehgetan, der Schaden, den diese Streitwegen gerade in unseren armen Hammerern gemacht haben. Nichtsdestotrotz waren die Hammerer trotzdem noch in der Lage, die Chaoskrieger in die Flucht zu schlagen. Gute Arbeit, Hammerer. Das sind einfach unglaubliche Bestien. Aber ich glaube, das würde jetzt doch zu viel für sie sein. Der nächste Angriff von hinten. Der Streitwagen. Bam! Das war das Ende dieses Gyrocopters. Schade. Aber er hat sich heldenhaft für sein was auch immer, Clan geopfert. Oder was auch immer die Zwerge haben. Ich glaube, es sind Clans. Genau, heißt auch Clan-Angrund. Und das war es so ziemlich. Unser Gegner hat fast gar nichts mehr. Hat so gut wie alles verloren. Hier ist nur noch Kolex Sonnenfresser übrig. Und unsere Zwergen kriegen nicht genug. Sie kommen wieder und wieder und wieder. Was einfach die tolle Sache bei den Zwergen ist. Während andere Armeen fliehen und nicht mehr zurückkommen, machen die Zwerge das nicht. Ihr könnt sie kaputt hauen, solange ihr wollt. Und wenn es nur noch 5 sind und hier 23, sie kommen einfach immer und immer wieder. Das ist der Wahnsinn. Und zu dem Zeitpunkt sah das echt nicht gut aus für Kolek. 116 Lebenspunkte. Zeigt ihm, was ihr könnt. Autsch. Aber trotzdem, selbst noch ohne... Da geht er down und macht einen Todestanz. Und die Slayer feiern. Und sie feiern, indem sie den Chaoszauber niedertreten von seinem Pferd. Das war das Ende. Er kämpft wirklich noch heldenhaft für einen einsamen Chaoszauberer. Aber jetzt hat er genug und sucht das weiter. Aber ich glaube nicht, dass er hier noch lebend rauskommt. Eine epische Schlacht gegen Han Samurai. Wirklich GG, das ging auch ziemlich knapp aus. Und ihr habt hier die unfassbare Macht der Hammerträger gesehen. Die Chaoskrieger mit 200 Waffen haben null Chance. Okay, zugegebenermaßen hatten wir auch ein bisschen Glück bei den Kämpfen. Die Gipfeltorwache, der Gegenangriff der Chaoskrieger wurde aufgehalten durch einen Tain. Im anderen Fall hat der Tain gleich mit seinem Schwert der peingegnerischen Nahkampfangriff reduziert. Aber auch später haben sie noch super gut geschlagen. Die haben praktisch ganz alleine jeweils zwei der Chaoskrieger-Regimenter niedergemacht. Und das hat hier wirklich das war eben ganz, ganz wichtig. Schönes Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt zwar kein Zuschauerwunsch, aber das war ein Wunsch von mir, noch mehr Hammerträger zu sehen, weil sie einfach cool sind. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.